Moin YouTube, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Elements 2. Es gibt ja jetzt gerade auch eine 25% Rabattaktion bei Level Up mit dem Code GTIME und es sind Sachen im Angebot. Da gibt es auch eine Landingpage. Wenn du dir jetzt irgendwie ein, zwei Sorten holen willst und sagst, du magst auch so ein bisschen sowas fruchtig Erfrischendes, dann würde ich dir auf jeden Fall Shiny Fox und Dark Raptor empfehlen. Die sind wirklich sehr, sehr lecker. Shiny Fox und Dark Raptor. Die kann man sich wirklich gut gönnen. Wie hast du eine Farm gemacht, G-Time? Dass da nur Skelette spawnen oder dass da alles spawnt? Ich habe die Spawn-Proof, dass keine Hexen, keine Spinnen mehr spawnen können. Der Rest spawnt, aber unten habe ich ein Sortiersystem, was nur die Knochen aussortiert. Also wir können diese Farm bauen und so. Das wäre auch dann so ein, wenn wir das zu zweit machen, so 4-Stunden-Stream, den du dann gut abdeckst mit Content, ne? Okay, krass. Dass dann alle Skelette kommen. Ja, also wir können die auch so richtig schön, weil wir kommen jetzt easy an Glas mittlerweile, mit so einem Falltrichter bauen, wo du das dann auch sehen kannst und alles. Auch geil. Digga, ich hab's gleich Level 10.000. Einfach schon Level 5.000. Das ist so geil. Ich sag, egal welche Ressource rauskommt, Kelp wird immer noch OP sein. Ich sag, egal welche Ressource rauskommt, wenn die nur irgendwie nicht selbst anpflanzbar ist, werdet ihr einen Weg finden, sie zu automatisieren. Spark, ich erkläre dir jetzt meine Strategie, die ich habe, ja? Hau raus, ich bin gespannt. Also ich habe meine Theorie ist die, wenn ich einfach stupide gucke, dass ich nur noch meine Kelp-Produktion weiter vergrößere, also dass ich einfach mehr Kelp pro Stunde produziere, das heißt meine Axt verbessere, mein Level, egal sind. Dass ich mein Level steigere, also vor allen Dingen jetzt mich vorrangig nur um Kelp kümmere, dann kann ich doch wahrscheinlich über den Recycler auch unfassbar viele Level noch reinholen. Ja, weil viele... Wenn du Foraging hochlevelst, kriegst du, wenn du jedes Mal 5% die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr Ressourcen kriegst aus dem Kelp, ne? Ja, und wenn du deine Axt verbessert, gibt die auch nochmal 100% mehr. Genau, dann kriegst du nochmal mehr. Dann hast du unendlich viel Kelp und aus unendlich viel Kelp kannst du unendlich viel Bone Meal machen. Und aus unendlich viel Bone Meal kannst du wieder unendlich viel leveln. Das will ich aber also nicht. Noch mal, ich möchte euch bitten, das Kelp nicht nochmal selbst zu kompostieren. Ansonsten werde ich das ändern, dass nur Farbstoffe droppen. Das ist ein bisschen, also nicht geplant, gar nicht geplant gewesen. Nee, meine Idee ist in den Recycler, wo du die Level kriegst, wenn du die Stacks reinwirfst. Ja, ja, also Cheetah will ja nicht das Cape recyceln und nicht kompostieren. Ach so, den Recycler, das die Maschine im Hub. Okay. Ja, 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 die könnt ihr nehmen. Ich meine nur, dass, wenn das Seegras rauskommt, dass ihr das nicht kompostiert für Knochenmehl. Okay, aber wenn ich jetzt keine Knochenmehlfarm mache, nur das Seegras kompostiere so ein bisschen. Nein, Mann. Ich habe das Sebo auch schon gesagt, das ist nicht so geil. Wenn das abused wird, dann kommt da kein Seegras mehr raus, dann kommt da grüner Farbstoff raus, dann kannst du ja nicht mehr kompostieren. Aber du musst dann halt auch eine ganze Nacht AFK stehen, damit du dann die Menge kriegst, ne? Und ich möchte halt nicht... Achso, ja, ich hab hier... Ja. Max ist mit seinem Kelp zugange. Wir wollen uns ja auch nicht langweilen, ne? Das gibt immer ein paar Änderungen, gibt Neuerungen und so. Ich dreh aber durch, Alter. Du hast das genau gemacht, wo das Sommer-Update in Minecraft rauskam, mit dem Autocrafter. Nee, also Elements startet jedes Jahr zu den Sommerferien. Und letztes Jahr gab es Elements 1 zur selben Zeit. Ich hab's wegen der EM sogar ein bisschen nach hinten geschoben, eine Woche. Also ist sogar ein bisschen später gestartet als geplant. Ich war neulich abends nochmal drauf und ich habe gesehen, wie Soos unten dieses Loch ausgegraben hat. Also das ist ja gottlos, was da abgeht schon wieder. Ja, das wird crazy, Mann. Das wird Willst du das wirklich voll machen auch noch? Ich will das wirklich machen. Hast du mitbekommen, G-Time, was wir machen? Ja, ne? Ja. Das ist, ich kann es halt wirklich schaffen. Das Ey, ich habe auch ein riesen Projekt in Autocraft. Ja, das kriegt kaum einer mit. Ich baue die riesen Wither-Skeleton-Farm im Nether. Diese richtig kranke. Diese gigantische, wo du das Riesenstück... Wieso baust du das hier auf dem Autocraft-Server? Ja, weil der dauerhaft da ist und das sich dann lohnt. Das soll doch der Server mit den krassesten Farmen werden, hast du gesagt. Du baust die auf dem Server gerade? Ja, ich bin da im Nether, bin ich am Ausheben. Ach, Digga, das wusste ich gar nicht. Ja, ich habe das abseits gemacht, damit ich so ein bisschen mein Projekt habe, weil ich wollte ja ursprünglich eigentlich die XP-Farm bauen, die dann mit Castcrafter gebaut wurde. Lol. So, dann habe ich mir ein anderes Projekt gesucht. Dann bin ich ein bisschen abseits gegangen und habe im Nether das gebaut, weil ich mir gedacht habe, so, okay, dann mache ich das in Ruhe und ich baue das jetzt immer weiter nebenbei. Okay, das ist geil. Ich habe da Videos drüber gesehen. Die baust du auf Autocrafter, wie cool. Ja, da können wir unendlich Wither machen. Das ist geil. Okay, das ist richtig, richtig geil. In 5 Minuten ist es soweit. Max, wie steht's denn um deinen Jäger? Ja. Bist du den noch am Umpositionieren oder gar nicht mehr? Ich bin, glaube ich, Level 50. Welches war das letzte Level, was ich brauche? Auf der einen Seite will ich weiter leveln, wenn ich die starke Rune habe, damit ich direkt boosten kann. Du musst auf der anderen Seite muss ich vorher schon leveln, damit der Jäger schneller ist. Ja. Weißt du? Aber da schaffe ich die Welle nicht. Das heißt, wir müssen die Session machen
wo ich mal so entspannt 300, 400, 500 Wellen schaffe. Und dann ist der Jäger noch, dann stecke ich alles, was ich habe, einfach in den Jäger, um den hochzuballern. Mhm. Also pass auf. Wenn sowieso ein Update kommt, oder? Eine kurze Sache, ich möchte anmerken, auch wenn ich komplett in diesem Projekt bin, ich bin jeden Tag noch dabei, auch den Jäger umzustellen und mal 200 Mobs zu killen für die Ebene, damit ich das hochziehe noch, ne? Ja, das ist krass. Bin jetzt auf Ebene 82 oder so. Das macht mich auch Spark richtig sauer. Spark ist der aktivste Creator auf diesem Server. Das ist krass. Ja. Ich weiß, das macht mich richtig sauer. Also du kannst übrigens auch in Minecraft mittlerweile ohne Probleme die Mobs grinden, ne? Wir haben die ja komplett, also sowas wie Babyhühner und so, sind super langsam mittlerweile. Die laufen nicht mehr so schnell. Ey, wir müssen bald mal zum Spawn, ne? 2 Minuten. Ich bin schon in der Hub. 2 Minuten. Oh, was? Ich nicht. Wartet auf mich. Muss ich auch noch mein Kelp abgeben? Kannst du, also es fehlt noch ein bisschen was. Ihr könnt das dann abgeben. Ich hoffe, der Server. Ich hab meinen jetzt gerade im Sinne des Zeichens einfach in den Recycler gestopft, Spark. Weil du mich so eiskalt hast in die Falle tappen lassen. Aber das wäre ein Spoiler gewesen. Ja, weißt du, wie mies ich mich gefühlt habe? Also G-Time anstatt hat das alles in ein Skull gepackt, anstatt in den Recycler, weil im Recycler hat er Level gekriegt. Ey, ich sag dir das so, wie es ist, Max. Ich bin so gebrochen gewesen. Erst kam dieser Raum, wo die Statistiken sind. Hey, Moin, Sebo. Hey. Da habe ich schon fast 50.000 Level reingeballert. Dann haben wir diese Recycler. Einfach rechtsklick. In den Aktionsblock, dann saugt er dir einen Stack raus. Ey, aber da wollte ich eh noch sagen, Spark, meinst du nicht, das wäre eine geile Idee, wenn man irgendwie auch Level dafür kriegt, wenn man in den Goals die Sachen abgibt, mehr als im Recycler? Naja, also ist so ein bisschen Gruppenziel vor Egoismus, ne? Das ist jetzt die Frage. Wenn alle alles immer wegballern, ist halt schlecht. Ja, stimmt. Okay. Dann kommen wir nicht weiter. Die Frage ist, wie wird gespielt? Spielt ihr lieber die Gruppenziele, dass man Content weiterkommt? Wird ja im Content belohnt, sonst nicht mit Leveln. Ich muss ja nicht alles mit Leveln bezahlen. Okay, dann kann man aber sagen, dass der G-Time hier auf jeden Fall ein richtiger Gönner ist. Nein, also ihr solltet nicht sterben können, es sei denn, jemand anders tötet dich halt, ne? Das geht, das wäre ja überassi. Nicht mich töten, bitte. Da musst du dich in Acht nehmen vor Fuchsel, weil die tötet immer random alle Spieler. Ja. Lass sie töten. Nein, stopp. Bitte tu mir nicht weh. Rückt euren ganzen Kelb raus, los. Ich hab kein Kelb. Ich hab alles raus. Darf ich voll machen, theoretisch? Nein. Ja, wichtiger Ei, der hat den ganzen Kelb in Lootboxen gesteckt wie ein Geisteskranker. Hab ich wirklich gemacht. Eine Rolex? Das ist eine Rolex. Man hätte im Schnitt für die ist auch ist das ein Unique oder was? Ja, das ist gleichzusetzen mit von Blizzard das Schwert. Das ist wie viel? 1 Million Level schwer, 1 zu 1000 und 1000 Lootboxen wären 1 Million Level gewesen. Ja, aber ist das ein Unique-Item oder ist das was zaubern kann? Unique. Es ist ein Unique. Okay. Minecraft Elements, neuer NPC. So, das Go wird vollgeballert. Alter, sauber. Alter. Jawohl. Komm. Go. Kürbis! Ja, das ist das Oh mein Gott, Spark, ich werde dir Kopfschmerzen bereiten. Das kriegt man hin mit Wasserströmen zu automatisieren. Jetzt wird die geisteskrankeste Kürbisfarm kommen. Die Wut des Kürbisgolems. Okay, ein Golem. Eskalation, Chat, keine Zeit. Wir müssen eskalieren. Scheiße, ich muss voll viel Dirt produzieren, Leute. Ey, wo sind meine Eimer? Da. Ey, achtet bei den anderen drauf, ob die Kürbis auch wie Dings Kelp begrenzt ist. Bitte, Chat, achtet da drauf. Brauchst auch wieder Lizenzen, okay. Kann ich doch theoretisch auch wieder mit Bone Meal powern, oder? Nee, du kannst nur die Pflanze wachsen lassen, okay. Hallo, G-Time? Hallo? Was ist jetzt das Smarteste? Kannst du dich noch an die Kürbisfarmen erinnern, die wir genutzt haben in Hypixel Skyblock? Hallo? Negativ. So eine musst du bauen. Doch, ich erinnere mich. Bau so eine. Das ist das Smarteste, was du machen kannst. Ja, okay. Mann, ey. Ich merke jetzt gerade, dass ich nicht so guter Minecraft-Spieler bin, wie ich dachte. Du machst eine 6 breiten Streifen. Links und rechts außen Wasser. Erde kriege ich nochmal wie? Über Moos müssen wir das, glaube ich, machen. Moos vermehren. Und wenn du Moos und Gravel zusammen craftest, kriegst du, glaube ich, Dirt. War das nicht so? Aber warte mal, wie war das denn? Wie kam man denn jetzt nochmal an Dirt ran? Ich will ja nichts sagen, aber ich habe hier, glaube ich, schon 10 Stack. Das war, glaube ich, der war nicht mit Moos, der war einfacher. Lass mich mal eben überlegen, wie habe ich das gemacht? Ich glaube, irgendwas mit Kabel und Dirt, gleich dieses Cursed oder Quase Dirt. Dann kriegst du aus 1-4 und kannst immer verdoppeln. Ja, man muss mit Moos anfangen und dann platziert man darauf Spruce. Ich hab's. Quarz Dirt. Genau. Was ist Quarz Dirt? Das musst du jetzt noch einmal hacken und daraus wird dann normales Dirt. Hallo. Hallo? Nee, hallo? Kann jemand auf Sky traden? Nein, ich nicht. Ich trade nicht. Das muss Max übernehmen, ich trade nicht mehr. Ey, irgendein richtiger Heuchler hat meinen Moosblock rausgenommen.
Ist das gottlos. Jetzt habe ich's. Ich hab's geschafft. Ich weiß, wie ich Dirt herstelle. Schön viel Moos, dann bekommst du auch viel Dirt. Also Bone Meal ist ja trotzdem OP jetzt gerade. Also ich sag mal so, den Grasblock kann ich ja easy vermehren, Leute, ne? Ich leg einfach mal einen Grasblock auf Seite und den Rest nehme ich jetzt erstmal zum Dings machen, oder? Guck mal, ich tue einen hier hin. So, zack, habe ich jetzt direkt hier schon, da kann ich doch direkt schon mit loslegen, oder nicht? Hauptsache schon mal Gas geben können. Cheetan, warum findest du deinen Kürbis jetzt so geil? Weil ich da direkt eine Idee habe, wie ich geisteskrank eskalieren werde. Okay. Also Kürbis kannst du nicht mit Baumil beschleunigen zum Wachsen. Du kannst den Stamm zum Wachsen bringen, aber die Kürbisse wachsen dadurch nicht schneller. Ja, keine Sorge, Spark. Okay. Sebo. Ja, hier ist er. Brauchst du einen Dia für eine richtig geile Dia-Ho? Dia-Ho. Nehme ich. Okay, trade ich. Ja, scheiße. Ich habe morgen erst mein Skript für die vollautomatische AFK-Kürbisfarm. Nee. Max, Alter, verpiss dich. Was geht jetzt schon wieder los? Junge, da wollte ich jetzt mein Dings bauen. Was ist mit dir, Max? Der baut jetzt hier auf meinem Gelände sein Scheiß. Ey, Max, was ist hier los? Ich muss die Erde nur verwandeln. Ich brauche nur kurz Platz zum Erde verwandeln. Ja, guck mal, Max, bau dich nach oben. Schaufel in der Mainhand, Hacke in der Offhand. Und beides gedrückt halten und zack, jietest du das weg. So. Jetzt kommt noch eine richtig geile Special-Sache. Und zwar, bam. Viel XP hat er gegeben. Okay, Kürbis ist auf jeden Fall viel schwächer als Kelb. Er gibt 2 Level. Kürbis ist es nicht. Warum? Wie meinst du? Ein Kürbis gibt 2 Level. Was? Ja, ja, der wird sich. Also leveltechnisch lohnt er sich nicht. Wieso, was gibt denn ein Kelb? Ein Level. 2 Level, ein Kürbis. Und G-Time, wie baut man den Kürbis ab? Mit einer Axt oder mit einer Ho? Du musst das mit einer Ho machen. Alter, G-Time, du hörst dich richtig traurig an jetzt. Nö. Okay. Level werde ich halt weiter über Kelb holen, ne? Macht ja keinen Sinn, über Dings zu gehen. Ja. Ey, alle sagen, wir müssen das Farmformat nehmen von früher, Hypixel Skyblock, aber das weiß ich nicht. Ja, ich hab's gebaut. Ich weiß nicht. Willst du zu mir kurz kommen, dir das einmal anschauen? Ja. Da kommt einmal Stoneblock, musst du einfach geradeaus laufen direkt, wenn du reinkommst. Nicht drehen oder so, einfach geradeaus laufen. Kommst direkt bei mir in die. Und morgen saugt ihr hier wieder an meiner Farm. Sag ich, wie es ist. Aber das Geile ist, ich deaktiviere die immer. Ich saug nirgendwo. Ich bin ein Sponsor. Direkt geradeaus laufen, ja? Ja. Gamers Time steht hier. Ja, genau. So, wo haben wir dich? Da, ich bin da. Hier, komm mit. Hier hinten. Hast du ein bisschen Stone übrig? Darf ich ein bisschen Stone haben? Ja, kannst du ruhig nehmen. Oh, das ist doch großartig. Weil Sebo hatte nur 3 Stacks. Wofür nochmal den Half-Slap da drüber? Damit ich hier, guck mal. Die läuft doch noch so schnell. Siehst du, dann kannst du da so lang sliden. Wo hast du denn die Leuchtblöcke her? Das kriegst du vom Bauarbeiter, den Glowstone. Gibst ihm ein Emerald und dann gibt er dir dafür Blöcke. Wo krieg ich denn jetzt Emerald her? Verflucht. Das kann ich holen. Kann ich dir irgendwas geben, was ich habe für dich? Du läufst so schnell. Das also, was ich brauche, sind Effizienzbücher auf jeden Fall. Davon habe ich sehr viele. Also, ich sag mal so, Max. Wir können dich in den Kreis der Produktiven mit aufnehmen bei uns. Ja. Sebo und ich, wir sind so ein bisschen die Produktionsmafia aktuell. Ja. Okay, das ist geil. Also, niemand auf dem Server ist so krass wie wir. Ja. Also, wir haben direkt von Start aus gesagt, wir sind Handelspartner. Ja. Wir scheißen uns gegenseitig mit jeglichem Zeug zu und sind die krassesten hier. Also, das ist ungelogen. Also, hier gibt's kein so, was kann ich dir geben, was gibst du mir dafür, sondern einer geht zum anderen, sagt, ey, kannst du mir das geben? Und dann gibt er dem das einfach. Richtig. So, das Weil heißt. Dieses Handeln, Max, funktioniert nicht. Zum Beispiel, diese Fuchse hat, glaube ich, 14.000 XP bei mir Schulden. Die SpaceX hat bei mir 22.000 XP Schulden, habe ich den aber gelassen wegen, der hat mir ein Photon geschenkt. Aber ne, damit du Bescheid weißt, diese Handel hier funktionieren nicht so, wie man sich das wünscht. Du hast Emirates G-Time und damit kann ich dann zu irgendeinem Händler laufen? Genau, du kannst dann, wenn der Bauarbeiter in der Hub erscheint, kannst du dann holen. Aber nur, wenn der Bauarbeiter da ist? Nur, wenn der Bauarbeiter da ist, geht das, ist ja. Ist der gerade da? Der kommt immer so alle 2 Stunden. Line. Moment, ich guck gerade mal. Boah, ich habe selber gerade nur 37 Stück, wenn ich das richtig sehe. Das reicht mir erstmal. Dann investiere ich jetzt die 37 Glowstone in dich. Die kriegst du, ja. Die Blöcke. Ja.
Und ich werde gucken, dass ich gleich Level hole. Und wenn der Bauarbeiter kommt, hole ich nochmal mit Emeralds ganz viele für uns. Weil Sebu wird die auch brauchen. Ja, man braucht die echt. Das ist der einzige Leuchtblock. Oder gibt es noch andere? Es gibt bestimmt noch andere. Es gibt noch Seelaternen, die habe ich auch. Seelaternen habe ich, glaube ich, einige mir geholt. Musst du sagen. Ich kann die Glowstone noch wiedergeben. Hast du lieber ohne irgendeinen Block, der leuchtet? Warte, gib mir den Glowstone. Ich gebe dir was anderes. Ich gebe dir hier. Okay. Gib mir den mal. Zack. Ein Stack Seelaternen. Damit kannst du erstmal gut bauen. Damit kann ich erstmal bauen. Kein Problem. Brauchst du auch Seelaternen oder so, Sebo? Oder willst du dir auch das Layout bei mir anschauen einmal, wie du die am besten baust? Ich schau mir das an. Ich muss eben Farm ausmachen. Boah, das ist ja jetzt eigentlich komplett die Handbremse von Spark, ne, für uns. Warum? Ja, weil das so lange dauert, bis die wachsen, oder bin ich dumm? Ey, Sebo, hast du noch ganz viel Moos irgendwie so übrig? Du kannst dich einmal kurz oben in die Farm einmal reinstellen und absaugen mit Magnet, dann wirst du genug haben. Okay, das ist ein geiler Call. Ich denke, wir müssen auch die Elemental-Hoe haben einmal, dann upgraden auf Diamond und dann mit Effizienz 5 bauen wir die Instant ab, die Kürbisse. Ja. Nein. Ist das krank, Leute. Jetzt, also jetzt gibt mir auch Sebo mal was zurück hier. Oh, Achtung, Setzling, ja. Soll ich hier richtig Moos einmal mitnehmen? Also das ist ja geisteskrank. Ich mache einmal Inventar voll mit Dings, dann habe ich genügend erstmal. Da kann ich ja so viel produzieren, Leute. Da brauche ich ja gar nicht den Moos und so verbreiten, ne? Tian meinte gerade, dass man mit Axt auch Farming-XP bekommt. Boah, ich glaube aber nicht, dass Spark das so geil findet, wenn wir das so machen. Der will bestimmt, dass wir das mit der Hoe machen. Das hat er so vorgesehen. Da würde ich schon gucken, dass ich legitim danach spiele auch. Sebo? Ich bin hier. Du bist eine fucking Legende, mein Freund. Warum? Sag's ruhig laut. Ja, du bist eine Legende, Junge. Ich habe komplett ein Inventar voll mit Moos mir gerade gegönnt. Innerhalb von 2 Minuten bei dir. Geil. Geil, geil, geil. Und an die anderen, denkt nicht mal dran, eure dreckigen Finger in meine Farm zu stecken. Nur die Handelsgemeinschaft darf das.